Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Was ist da los hier? Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Ja. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Val wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Val Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Alles klar. Danke dir, ne? Jetzt geht's hier lang, okay. Okay, dann kommen wir an dem Becher ja eh vorbei. Und hier an was auch immer. Dann, ja, machen wir das. Machen wir. Jetzt erstmal wieder. Was ist eigentlich mit ihm hier? Was? Das war doch mitten ins Auge, Alter. Boah, nicht schlecht. Okay, gut. Gibt ja immer ein bisschen XP, die ganzen Leute hier killen. Und, ja, macht auch Spaß, ne? Wenn man so gut ist, macht das auch Spaß. Es würde natürlich keinen Spaß machen, wenn man halt nicht so gut ist, aber... Ey, dieses Gelbkraut hier, das, wofür brauchen wir das? Das hilft bestimmt weiter. Bestimmt irgendwann so Gift oder was. Feuerbrennwurzel. Überall dieser Schrott, der hier rumliegt. Was ist denn los mit den Leuten? Was hier bitte, Janik? Die Natur wird mit Schrott übersät. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es war mal so schön hier und jetzt alles mit Schrott voll. Das jedes Jahr nicht. So, haben wir hier erstmal alles eingesackt. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir hier einfach durchlatschen, wa? Und dann kommen wir auch an dem Gefäß vorbei. Wo ist denn das Gefäß? Aha, hier ist jetzt ordentlich ruinenmäßig. Gucken wir gerade auf die Map. Wir sind auf jeden Fall schon im Einzugsbereich von dem Gefäß. Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ach Gott, hier sind wir doch vergraselt.
Weggebumst. Ein Langhals. Sieht genauso aus, wie Ross das beschrieben hat. Ach, scheiße, ich habe keine Muni. Das ist ein Problem. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Du musst erstmal ja nichts, Fräulein. Du machst jetzt erstmal schön hier, holst jetzt das Gefäß und dann gucken wir weiter. Muss ja hier nicht alles Schlag auf Schlag gehen, was du mir da verzählst. Ich habe gehört, hier soll ein gutes Gefäß sein. Dann holen wir uns das gute Gefäß jetzt erstmal. Guck, da ist es. Was ist das? Was ist das? Kann ich dich nehmen? Verfassungszusatz und das Virtuelle. Was? Notizbuch. Datenpunkte. Was habe ich jetzt? Weiß ich nicht. Was habe ich denn da jetzt Neues? Hier habe ich denn... Ach, hier geht's noch runter. Hier. Verfassungszusatz. Leitartikel. Hier der erste Verfassungszusatz. Virtuelle Räume. Alter, das lese ich bestimmt nicht durch. Könnt ihr per Screenshot selber lesen, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber ich glaube nicht, dass das jemals jemand gelesen hat. Altes, helles Armband. Okay, hier gibt's so richtig Schmuck oder was. Hätte da nicht gedacht, dass ich hier durchkomme. Aber hier wird nichts. Warte mal, aber ich habe jetzt das Gefäß noch nicht gefunden, oder? Langhälse? Langhals? Was? Hör mal auf. Ich wollte auf die Map. Nee, haben wir noch nicht. Gut, da gucken wir mal. Ach du Scheiße. Das ist ein großer. Ich will jetzt mal diesen stillen Schlag ausprobieren. Der meint, das macht alles platt. Ja, da. Zumindest hier die einfachen. Hallo. Mäht er da eigentlich? Für einen Schwachsinn. Ich hab stiller Schlag gemacht. Ihr habt das ja genau gesehen. Oh Gott im Himmel. Blöd, Mann. Wegen dir fräckig gefasst. Was ist jetzt mit dem Gefäß? Ich bin doch da. Vielleicht muss ich hier irgendwas scannen. Da, was ist das? Ja, das ist nur Loot, ne? Looty Loot. Keine Ahnung. Das
Ist auf jeden Fall hier. Hier in der Ruine irgendwie. Oder ist es wieder unterirdisch irgendwas? Kann natürlich auch sein. Was soll hier sein? Hier ist nichts. Gefäß, Freunde. Schweini. Hier ist nichts. Da hoch komme ich ja auch nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Tja. Guck mal, das ist unter mir. Ich wusste doch. Gibt es hier irgendwo einen Eingang oder was? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen soll. Jetzt die Frage, ob diese Großen böse sind. Auf jeden Fall majestätisch. Soll ich ihn mal anschießen? Da hinten stehen irgendwelche rum. Keine Ahnung, was der macht. Skulptur, Klangspiel. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Das freut mich sehr. Aber hat sich auf der Map jetzt was geändert von dem Typen hier? Langhalsstufe 7. Nö. Stufe 7 klingt zumindest erstmal so, als wäre es schon möglich, mit denen zu kämpfen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ah, da hoch soll ich. Kein Problem.
Was haben wir hier? Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Eine frische Beute. Gerade gehäutet. Sona und ihre Krieger können nicht weit sein. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Da kütt die Diskettenfresse da hinten. Soll ich schon mal drauf schießen? Was kann der denn? Der kann doch nichts. Den muss man doch runterjagen hier, den Stein. Da unten. So, nur eine Fackel. Ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Untersuche das Gebiet. Hier war ich doch gerade. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Kann ich den mitnehmen? Ist das ein geiler Bogen? Alter, untersuch doch die Verbände. Mach es doch. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Okay. Spur markieren. Gut. Okay. Hier gehen wir lang. Wir folgen mal wieder der Blutspur. Hier entlang, dann da hoch. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Okay, hier lang. Ja, dann hier rüber gejumpt, ne? Boah, nicht schlecht. Oh, hier sind ein paar Gegner. Oh, die sind aber, was ist denn mit denen? Sind die anders? Hör auf mit dem Scheiß, was bringt einem das? Das habe ich ja noch nicht so ganz raus. Was ist denn jetzt? Ja, irgendwie waren die verflucht, oder was? Verdorbener Wächter. Mhm. Die scheinen dann eine Nummer stärker zu sein, oder was? Ein reißender Bach. Nicht so Mist machen, ne? Genau, da kannst du nicht drüber springen. Du musst erstmal dranhängen. Lächerlich. Lächerlich, ja auch, lächerlich. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Was sind wir hier, ey? In der Nähe sein. Ein Fall mehr. Oh oh. Ist das auch so ein Sägezahn? Nicht schlecht. So, da. So, na? Alles klar, was geht? Ein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Quatsch, hätte dich sowas von... Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Baal hat mich zu dir geschickt. Baal. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen.
Ich will Rache. Du auch? Klar. Verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Lass mich erstmal looten hier. Auf der anderen Seite dieses Dorfs graben unsere Feinde Maschinen. Das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde, denn die ist jetzt zu Ende.